Moin Freunde, was geht? Willkommen zur neuen Folge Star Wars Battlefront und jetzt spielen wir als Rebellen und werden dem Imperium einheizen. Und Kappa hat mich gerade gefragt, ob ich schon, er ist ja übrigens auch dabei. Moin. Ja, guten Tag, hallo, hallo. Er hat mich gerade, bevor ich die Anweisung gemacht habe, gefragt, ob ich Blade Runner geguckt habe. Geht mal zur letzten Folge, da habe ich das auch schon gefragt und da meinte ich schon, ja, Mensch Kappa, was ist los? Wir haben zu viel gesprochen. Das ist doch gut, dass wir hier Unterhaltung neben unserem schlechten Ding. Ja, und wie fandest du ihn? Der Review dazu werde ich auch noch machen. Ich fand ihn recht gut, schwer verständlich, aber wenn man da erstmal durchblickt, echt super. Ja, du, wenn du ihn gut verstehen willst, dann musst du aber auch den echten ersten gucken. Naja, den habe ich einen Tag davor geguckt und den habe ich echt so gar nicht geblickt. Dann brauchte ich echt Wikipedia dazu mit Milan zusammen. Milan hat ihn auch nicht geblickt. Was? Das ist doch gar nicht so schwierig, finde ich. Keine Ahnung, das war. Ich weiß, das ist mit Suicide Squad und als damals Oblivion rauskommt, einer von den drei Filmen, die ich nicht geblickt hatte, als ich sie das erste Mal geguckt habe. Drei Filme sind das mit, ja. Aber ich habe jetzt, wo ich ihn im Nachhinein geblickt habe, muss man echt sagen, kann man nicht anders sagen, gute Filmreihe. Also, Filmreihe ist es noch nicht, sind erst zwei Filme. Ich glaube, als Filmreihe. Da kommt aber bestimmt noch einer. Ja, glaube ich nicht unbedingt. Das ist so typisch für solche Filme mit so einem recht offenen. Ja, doch. Ne? Man weiß ja nicht, ob der Typ am Ende gestorben ist, oder? Da sind doch noch voll die Fragen offen, ob er jetzt auch ein Replikant ist oder. Scheiße. Ah. Ja, das war aber auch noch im letzten Teil mit Harrison Ford so, glaube ich. Was? Und da hat es ja auch ewig gedauert, bis dann ein neuer Teil kam. Und außerdem glaube ich auch nicht, dass ein neuer kommt, weil der ist an den Kinokassen fast schon ein Flop, Blade Runner. Der ist echt sehr schlecht abgeschnitten am Boxoffice. Glaube ich, gerade mal das eingespielt, was er gekostet hat oder so. Was? Der hat aber so gute Bewertungen, kann ich gar nicht glauben. Ja, ich weiß, aber. Ja, leider gehen solche Leute eher zu Fuck You Goethe oder so. Vor allem, wo sind die Gegner? Oh, da sind die Gegner. Also, zum Thema Fuck You Goethe kurz. Ersten Film fand ich ganz gut, zweiten Film fand ich grottig, zum dritten kann ich nichts sagen. Aber jeder soll das mögen, was er selbst mag. Ja, du hast den dritten noch gar nicht mal geguckt. Ich weiß, deswegen meinte ich halt, zum dritten kann ich auch nichts sagen. Aber da werde ich auch nicht ins Kino gehen für. Ich gehe auch zu Justice League und Thor und zu Star Wars natürlich drei, vier Mal. Hallo? Ey, das ist eigentlich schon eine scheiß Runde momentan für uns. Also ja, 0 zu 3, ich bin schon gut dabei. Es hat sich gereimt. Ja, oh, das ist der AT-AT. Ich weiß einfach mal da rein, da waren eben Gegner. Oh, ja, ganz ruhig, Boys. Oh yes, baby. Wie zurück in die Schlacht. Oh, noch ein Thermal-Imploder, ey. Wow. Nein! Ich hätte ihn fast noch bekommen, ey. Schade. Ah, der EE3, der ist ganz gut echt für den Nahkraft, da muss man erstmal wieder reinkommen. Wieso ist eigentlich hier hinten? Und wieso halten eigentlich die Rebellenfregatten und so durch gegen die beiden Sternzerstörer? Das müssen wir hier mehr die Uplinks verteidigen, echt. Stimmt eigentlich. Das vergesse ich immer, ey. Ich laufe einfach rein wie random werden vorhin. Obwohl ich den Rebels jetzt seit 2 Jahren kenne. Mann. Ich bin echt kacke. Komm da, Gegner. Nee. Boah, wie ist es denn hier ein AT-ST? Warte kurz, wo ist der AT-ST? Oh, da ist er weg. Rogue-Staffel ist gleich da. Rogue-Staffel ist gleich da? Interessant. So, ich würde jetzt gerne mal bitte einen Flieger haben, damit ich den umringen kann. Ah, da hinten ist einer, aber damit kann ich kein Kabel ausschmeißen. Oh. Ich kann sie attacken. Warte, der Hals, der soll am meisten Schaden machen. Ist ja auch in echt so, dass man sie da am besten trifft. Ja, 2% sich im Abbruchschloss. Sehr gut. Ich bin jetzt im Jäger. Ja, egal, einfach draufhalten, am besten auf den Hals. 80% nur noch. Okay, da kam der AT-ST, aber egal. Man kann es noch einmal mit der Sniper oder so draufhalten. Hit. Auf den Hals, Leute, auf den Hals. Oder Kappe in dem. Du bist ja nur einer. Ja, das ist echt schade. Boah, 60%, wir sind echt guter, verdammt. Immer. Oh oh. Verdammt. Nein! Egal, guck mal, der eine ist zur Hälfte da und der andere auch fast. Das war gar nicht schlecht, schnell zu den nächsten ablenkst. Ey, wenn wir das jetzt mal gewinnen, das ist bestimmt mein zweites Mal erstes. Echt? Dass die Rebellen den AT-ST besiegt haben. Ja, die AT. Echt? Also ich hab hier als Rebell auch schon ein paar Mal gewonnen. Oh, da ist mein Lieblingsflieger. Lass mich doch da hin. Ah, fuck, ich hätte nicht mit der Sniper vorauslaufen sollen. Perfekt. Oh, und ich bin jetzt hier drinnen in den Katakomben hier. Ich glaube, damit kann ich ja gar nicht das Kabel auswerfen, oder? Ich hab den Fall. Das kannst du nur mit diesem Speeder. Mit dem T-47 Luftspeeder, so heißen die, glaube ich.
So, ich habe gerade keine Gegner, nein, oder? Nee, ich glaube, ich bin im falschen Flieger, oder? Ich weiß es gar nicht. Bist du A-Wing oder X-Wing? A-Wing. Kannst du nicht damit. Ich brauche diesen anderen, aber der droppt irgendwie so kaum. Der droppt erst in der letzten Phase. Ah, okay, verstehe. Bin so doof. Wir brauchen mehr Ablenks, Alter. Ja, stimmt. Oh, intelligente Rakete. Ja, wir haben immerhin schon zwei. Und ein Hi, Mark. Drittel der Phase ist um. Hi, wo? Wo ist Janek? Ich bin geflogen. Ach so, hallo, ich sehe dich. Eieieiei. Wo bist du denn? Ich bin die ganze Zeit hier drüber. Sehe ich auch nicht, aber egal, ich muss mich jetzt hier. Eieieiei. Schlachtfeld konzentrieren, egal wer jetzt hier kommt, ich mache ihn platt. Weiß er auch mag und ist so viel Quark. Genau so sieht's aus. Im Armener Elektro-Nikolaus-Haus. Oh. So, jetzt ist mal wieder Zeit für. Oh, Mark, was mit deiner KD los, Alter? 1-7 hier. Ja, ja, Deutsch, ich bin Brasilien, die sind Deutschland. So, machen wir mal kurz 1-8 draus. Ey, der lässt mich hier nicht durch. Was ein Spaß. Ja, wir haben sogar schon 4 Ablenks. Über die Hälfte ist durch. Oh, hier nutzt irgendwas rein. Alter Falter, ja, ist doch gut. Ah, ATS hier. Tschüss, ich bin da mal weg. Ah, 5 Stück, das ist okay. Wir brauchen mehr Ablenks eigentlich fast. Boah, wir kriegen auch noch welche. Wow, hier sind Imperiale drin. Ich hätte das falsche Gewehr gerade. Alter, ja, Scheiße. Ja, Qualitätsgameplay, 1-9. Und du bist die ganze Zeit im Flieger und deswegen hast du nur erst 1-4. Ja, ja, das ist die Taktik. Jetzt nehmen sie uns aber den Ablenk weg. Ja, wir haben immerhin 5, aber... Ich hab einen Thermal-Imploder in der Hand. Ah, jetzt lass mich doch hier hoch! So schießen da eigentlich welche von den ET da oben? Was ist denn da los? Da guckt er um die Ecke. Destruktorgewehr, oder das spare ich mir sowas von auf? Ob ich... Ah! Lol. Unser Opfer. Da bin ich schön geflogen. Das war ein Gegner, glaube ich. So, wieder Zeit fürs gute alte T. Wo ist es denn? T21. Meine Lieblingswaffe kann ich schon mal fast sagen, oder? Weiß nicht, was deine Lieblingswaffe ist. Ah, ich sehe schon. Welche? Nein! Das ist eine Aufladwaffe. Das ist aber nicht meine Lieblingswaffe. Nee? Okay. Ich versuche gerade so wieder reinzukommen, welche Waffe mir sogar gerade gefällt. Ich hoffe nur, ich kann jetzt hier oben verweilen, ohne dass mich jemand von denen tötet. Oh, wo Gott, ist der? Ist der oben? Ja. Der sieht außerdem voll aus wie ein Klonkrieger, finde ich. Oh, du bist auch rein? Geil. Komm auch hier. Oh, geil. Hab sie bekommen den Bonus. Jetzt von hier oben möchte ich schön auf den Hals schießen. So. Jetzt kommt gleich schon die Phase. An Thermal-Imploder macht in der Waffe, am AT-AT wahrscheinlich keinen Schaden, oder? Doch. Natürlich macht er da Schaden. Werf ihn einfach auf, wenn du die Möglichkeit gleich hast. Er macht Schaden am AT-AT. Ja, gleich. Das ist klar. Nein, jetzt nicht zu nah ranfliegen. Ja, wohl, hab ich ein bisschen Schaden gemacht gerade. Oh, 45. Ja, geht schon. Wir haben schon echt gut gedamaged. Der eine, den könnten wir vielleicht sogar down bekommen jetzt. Ja. Ah, oh, da kam ATST. Das könnten wir echt schaffen. Das könnten wir wirklich schaffen. Das wäre echt sehr gut. Dann müssen wir uns nur auf einen konzentrieren später. Aber wieso spawnen wir hier schon wieder am Arsch der Welt? Das ist echt so, ey. 13%, ey, komm, ja, den bekommen wir. Den müssten wir bekommen. 11, ja. 10. Safe-Call, den bekommen wir. Den bekommen wir ganz sicher. 6. 6. Hier, die ganzen Türme feuern. Da auch drauf. 4. 2, ja. Down, jetzt schnell auf den anderen. Der hat auch nur noch 29, wir gewinnen das Ding. Bin ich mir jetzt echt sicher. 16. Ey, vielleicht sogar noch in der Runde, das wär's. Aber das schaffen wir, glaube ich, nicht ganz. Oder? Nee. Oder? Oder? Als ob. Ah, jawohl, wir kriegen's hin. Yes! Easy, Alter. Ich meine, ich bin da zwar 1-13 und sag easy, aber
Easy. Ich stehe 2 zu 6, ist auch nicht besser. Na, doppelt so viele Kills, halb so viele Tode. Aber Leute, das trotz allem, dass wir beide die größten Missgeburten hier gerade waren, war das schon keine so schlechte Runde für uns als Team. Dafür bist du fürs Team gestorben. Genau, ich bin fürs Team gestorben. So drücken wir es aus. Das war's von dieser Folge. Battlefront, kauft euch ein schönes Haus und ciao.